Mit leichtem Schneetreiben zeigte sich St. Anton beim Abschlussevent der SCA-Woche von seiner romantischen Seite. Die Clubmeisterschaften sind der krönende Abschluss einer geselligen Zusammenkunft der weltweit verstreuten Mitglieder des Skiclub Arlberg. Also wir bieten unseren Mitgliedern ein umfangreiches Programm. Angefangen mit einer Skitour für Anfänger, dann ein Heliskiing, eine Skitour für Fortgeschrittene, dann haben wir ein zweitägiges Racetraining, das was von unseren Mitgliedern ganz gut angenommen wird. Ganz logisch, weil die wollen natürlich alle heute gewinnen und deswegen trainieren die zwei Tage auf die Clubmeisterschaft hin. Und als Abschluss der Skiclubwoche haben wir dann immer die SCA-Clubmeisterschaft, die was jährlich in irgendeinem anderen SCA-Ort stattfindet. Und natürlich unsere wöchentlichen Stammtische. Wir haben ja insgesamt fünf verschiedene Stammtische wöchentlich in Zürs, Lech, Stuben und St. Anton. Und das ist das Besondere an dem Programm in der SCA-Woche. Es ist ein besonderer Club, es ist wahrscheinlich der berühmteste Club in den Alpen und für uns ist es eine Ehre, hier Mitglied zu sein. Ich bin stolz darauf und freue mich, dass ich heute auch hier mit dran teilnehmen kann. Also ich finde es einfach toll, dass auch die Atmosphäre in diesem Club so locker ist und gleichzeitig professionell, offen, international. Man findet aus allen Herren Ländern hier Mitglieder, man trifft sich bei den Stammtischen, das ist schon was Besonderes. Ich glaube, das ist einfach der sportlichste und internationalste Skiclub und ich liebe es jedes Mal, zu den Stammtischen zu gehen. Und wie der Manni Stolz gestern gesagt hat, 65 Siege bei Weltmeisterschaften und Olympiaden, ich glaube, das ist unangefochten. The ski club Arlberg has been around for such a long time. I've been part of the club for 11 years now, but this is the first time I'll ever be doing this race, so it's a very exciting night for me. Ich bin jetzt fünfmal heruntergefahren in einem mäßigen Tempo, denn ich möchte nichts riskieren. Ich brauche keine besonders gute Zeit mehr in meinem Alter. Ja, man trifft halt viele Leute aus der ganzen Welt, immer wieder neue Bekanntschaften, wo auch mittlerweile auch Freunde draus geworden sind und so weiter. Also ist eine lustige Geschichte.